So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Grid und der Pro Series GT One mit 4 Rennen. Den Auftakt macht der Motorsportpark in Sydney. Let's go. So, wir nehmen unsere Corvette wieder mal. So. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen zeigen, aus welchem Holz ein Fahrer geschnitzt ist. Warte, mir wurde gerade gesagt, falsches Auto mit zum Vorschaubildchen, da war der Renault R26, den wir im letzten Rennen hatten. So, auf jeden Fall sind es heute ein bisschen weniger. 3 Runden haben wir jetzt heute Zeit. Ja, schauen wir. Kämpfe ich mal ein bisschen in die Lücken da rein. Ah, ich hab den Platz schon wieder los. Ja, ja. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen vorbei. Dankeschön fürs Platz machen, mein Freund. Das hat er ein bisschen ausgepackt, aber wenn er das ein bisschen verteidigt, aber den kann er nicht mehr verteidigen. Yes. Ab in Führung wieder. So. Ja, sehr viel auf jeden Fall, was wir fahren müssen heute. Allgemein, liebe Leute, jetzt 4 Rennen, morgen jetzt 4 Rennen. Ich nehme ja alles in einem Rutsch immer auf. Guter Start, bleib an der Spitze. Halt schon mal. Ja, das Ende dieser Season 1 hat auf jeden Fall ziemlich in Sicht. Das sage ich jetzt schon mal. Letzte Runde. Verteidige deine Runde. Wir sind Gott sei Dank keine 10 Runden mehr. So, im Regen muss man wieder aufpassen, dass man nicht so kannst du wegrutschen, aber wie wir zu führen, zählt das der Punkt nur. Aber das muss halt leider, weil wir heute Katzen sind, jetzt Katzen sind.
damit haben wir's. So, erste Rennen ist durch. So. Ja, ich glaube, 99 darf das Maximum-Level sein. Das haben wir bald. Das kriegen wir wahrscheinlich während der Season 2 noch rein. So, nächste Rennen ist Sejong. Rennen Nummer 2. Dann nochmal Valley irgendwas. Ich sehe es gerade in Okutama, glaube ich. Ist es. Ja, gucken wir mal, einfach wieder was nehmen. Gut, Höchstlevel haben wir nicht in den Rennen. Aber auch schlecht gelevelt sind wir nicht. Was meinst du als Co-Moderatorin dieser Pub? Entschuldige. So, 3,2 Kilometer. Wieder nur 14, da. Und 3 Runden haben wir Zeit. Lass dich da mal ein bisschen rein. Drei Jungs da vorne, das ist ein Porsche, das ist ein Ferrari und das davor erkenne ich gerade nicht. Ist ein, ja, ist ein Ford, nee, Ford GT ist das. Ja. So, vorne wechseln wir schon mal. Das war eigentlich unser Hauptziel erstmal, die erste. Aber erstmal in Führung gehen. Okay, das war jetzt. Was haben wir das jetzt gerade noch? Sehr lange für, das habe ich das Gefühl. Gerade sind wir im zweiten drin erst. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, jedenfalls gehen wir mal in Führung erstmal. 1:36 ist die aktuelle Rundenzeit, die wir aufgestellt haben. Aber da wollen wir nochmal ran. Der Kollege kommt jetzt wirklich auf den Knick gerade. Und dann noch das 11. So. Letzte Runde, lieber Leute. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Deshalb wird das wahrscheinlich nie mehr. Eieieiei.
Und dann haben wir das zweite Rennen auch durch. So. Gut. Neunter ist er noch geworden. Naja, gut. Nächstes Rennen. Rennen Nummer 3 für heute. Boah, ey. Ich werde nicht wach, wirklich, ne? Gut, wir machen mal Kaffee machen. So, geht's schon Richtung Level 91? Noch nicht. Crescent Valley, 2,3 Kilometer, 5 Runden. Alter, was geht euch mit euch kaputt, ey, momentan? Ja, wie gesagt, das Ende der Season hat definitiv komplett in sich. Hallo und willkommen zum heutigen Event. Kristen, was steht heute auf dem Programm? Ah, tut mir leid, die Rennleitung ist bereit für den Start. So, Platz 10 ist der Startplatz, fliegender Start. Ah, bremst doch! Ich komm nicht vorbei an ihm, ne? Ja, die Viper, die macht uns nicht einfach, was da vorne passiert. Ich würde sie gerne überholen, aber irgendwie sagt er gerade, ne, du nicht. Jetzt habe ich ihn. Jetzt haben wir eine Kurve da, wo ich ein bisschen ausgebremst habe. Ah, der nächste nächste Vollidiot, der da. So, okay, ich hole rein, das wird jetzt nicht lang. Aber dafür müsste das mal das Feld, ich bin nämlich auch nur 8er. Gutes Tempo, mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Da habe ich mich ein bisschen verzettelt. Aber ich krieg keine Strafe, das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir uns die 2 Heiligs da vorne hoffentlich noch. Das ist schwierig zu holen, würde ich sagen. Gut, dass die sich auch ein bisschen bekriegen davon. Der Zufall ist nur 16 gerade. Also keine Chance, den irgendwie mitzuziehen, mitzunehmen oder sonst irgendwas. Dann ist man irgendwie selber drüber durch. Nach 2 Runden bist du auf dem dritten. So, hab ihn. Jetzt gehen wir mal auf jeden Fall in Führung. Kommen wir mal ein bisschen Ruhe. Ja, der Streckenverlauf, die Strecke ist sehr eng. Die Kurvenverlauf ist nicht einfach. Haben wir die Heidis dahinter, ne? Jetzt sind es noch 2 Runden. Heute 4 jedenfalls sind wir. Im dritten Rennen. Im dritten Lauf dieser Serie hier, sagen wir mal so. Bleib in Führung. Letzte Runde.
So, und dann haben wir es. Ein Rennen haben wir noch. Das war mit einer meiner schwersten, wenn ich ehrlich bin, weil da haben wir ewig gebraucht, bis wir da mal irgendwo vorbei waren. Aber letztendlich haben wir es dann doch geschafft. Ja, der eine, der hat es ein bisschen aufgehalten. Als zwei Ründchen, da kam ich nicht vorbei. Aber dann ging das auf einmal. Na gut, okay. Weiter geht's mit dem letzten Lauf. Dann haben wir das Thema auch. Und es ist Level 91 und... So. Gut. Silverstone reversed. 2,99 Kilometer lang. 4 Runden drin. Und dann sind wir durch mit dieser Serie. Mit diesem Event. So ist es richtig. Weil danach geht es dann weiter mit dem nächsten großen Event. 4 Rennen. Also das, was wir morgen sehen. Das muss ich gleich auch nochmal. Ja, gar nicht. Oh, ich schaffe 3. Ich stehe auf 3, ich bin Kollege auf 2. Ah, warte mal. Komm, Junge, zieh mit. Und arbeite jetzt auf der Familie. Jetzt passt es. Sie sind auf 1 und 2, aber das haben wir geschafft. Den Führenden überholt. Und jetzt geht's von da vorne weg, hoffentlich. Typisch britisches Wetter hier auf der Strecke. Hier sieht man mal überhaupt nichts. Start. Bleib an der Spitze. Runde 3 jetzt. Wenn wir noch unten einer das. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. So, auf geht's. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Für heute, für euch, für mich. Also noch nicht ganz. Aber doch. Das, was wir quasi morgen, was wir morgen zu sehen bekommen, fahre ich jetzt gleich noch.
Yes, dann haben wir's. So, okay, dann haben wir knapp 50.500 Credits. Wie gesagt, wir haben eh genug, wir können das quasi alles leisten, hier nehme ich mir, das ist irre, gerade wie viel wir haben. Wir haben irgendwie 25 Millionen, 30 Millionen oder so. Aber wir haben es bei weitem nicht geschafft, alle Serien zu dominieren, das muss man mal auch sagen. Ein paar Rennen dabei, wo unsere Schwierigkeiten hatten, wo man aber zwischendurch mal weggerammt wird die ganze Zeit, was dann nochmal nicht geht. Jo, jedenfalls sind wir sehr durch mit der Pro Series GT Group 1. Ich glaube, die GT Group 2 wird ja wahrscheinlich auch noch mal kommen. Ja. 25, fast 26 Millionen haben wir. Das Ding haben wir gewonnen. Wir sind leider nicht Höchstlevel. Da ist die junge Dame mit der, die Rechtsverdienstung mit Level 98. Gut, wie dem auch sei, wir sind durch jedenfalls und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit der Prototypes. Bitte mit der Pro-Service Prototypes. So rum ist es. 4 Rennen. Bis dahin. Tschüss.